Aber bisher ist noch nichts entschieden. Und warum ist das so wichtig mit dieser Verordnung? Zensur gefährdet die Demokratie. Wer die Hand drauf hat, was veröffentlicht werden darf und was die Menschen lesen und noch ansehen dürfen, der kontrolliert auch die Meinungsbildung, der kann auch Wahlen manipulieren und beeinflussen. Und was Terrorismus ist, das kann sehr unterschiedlich definiert werden. Man muss nur mal in der Türkei nachfragen, was die als Terrorismus ansehen. Oder auch in Spanien zum Beispiel. Also deswegen ist ein äußerst heikles Thema. Und deswegen meine Bitte an euch, was ihr tun könnt, um Druck aufzubauen, politischen Druck, der uns nämlich helfen würde, ist zum Beispiel mit der Bundesregierung sprechen und Druck ausüben oder mit den Berichterstattern der anderen Fraktionen zu sprechen, Sozialdemokraten, Liberale, Konservative, oder auch über die Presse Veröffentlichungen machen, um zu verhindern, dass diese Upload-Filter nicht kommen. Es ist ein bisschen schade, dass es da so still drum ist um diese Verordnung, weil wir hatten bei Save Your Internet um die Urheberrechtsreform so eine große Kampagne. Und es kann gut sein, und zwar ist das möglich innerhalb einem Zeitraum von wenigen Wochen, dass wir so eine Kampagne wiederfahren müssen, nämlich sobald auch nur eine von den Fraktionen umfällt und umkippt, fällt unsere Mehrheit dagegen. Und dann kann es sein, dass wir sehr schnell so eine Kampagne wieder auf die Beine stellen müssen. Deswegen wäre es gut, wenn wir da vorbereitet sind.